Okay, Eckchen wird langsam zu meinem zweiten Zuhause. Merkt euch das. Wenn Mary nicht zu Hause ist, dann ist sie beim Eckchen. Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Hatte euch ja gestern erzählt, worum es heute geht. Wollte euch ja heute eure Frage, es ist eine Frage, beantworten. Zwei Mädels haben mir eine Frage gestellt, warum Carlos und ich, ob wir denn uns getrennt haben, weil man uns nicht mehr zusammen lange gesehen hat, weil man hat immer nur mich mit den Kindern gesehen. Und Carlos war so gar nicht dabei. Ich war sogar alleine einkaufen und so weiter. Deswegen wusste ich schon, okay, irgendwann wird diese Frage kommen. Nein, das nehmen wir mit. Da war ich schon drauf vorbereitet. Und ich hatte euch ja am Montag in meinem Hall, in meinem Kaufland-Hall, da war übrigens Carlos einkaufen, da hatte ich ja euch erzählt, tatsächlich war was. Und das würde ich euch aber in einem anderen Video erzählen. Deswegen heute, jetzt und hier erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee. Habe ein bisschen Bauchweh. Und genau, dann wollte ich euch auch noch die Action-Einkäufe zeigen. Ne? Noch ganz schnell und dazu ein bisschen was erzählen. Den Action-Live-Haul gab es aber gestern, falls ihr da Interesse habt. Fand ich richtig cool, coole Sachen dabei und ja, bei Action findest du sowieso immer sehr viel. War nur ein bisschen lustig, weil ich am Anfang gesagt habe, eigentlich brauche ich nichts und. Und dann komme ich mit so einer Tüte und mehr nach Hause. Ja, das war schon ja, typisch ich, würde ich sagen. Was nehme ich hier? Fencheltee. Ja, irgendwas für den Bauch. Fenchel tut doch gut, ne? Ja, das nehmen wir. Und dann erzähle ich euch gleich sofort. Noch Wasser kochen. Ich bin alleine zu Hause. Quatsch. Ich bin nicht alleine zu Hause. Die Louis, die ist zu Hause und schläft. Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, Arbeiter ist oben und ist am Tapezieren oder Fußboden legen oder beides. Er ist am Arbeiten, sagen wir mal so. Entweder ist er schon fertig, hat angefangen oder wird gleich fertig und fängt gleich mit dem Boden an. Also, ne? Eine Tasse. Ich liebe diese Tasse von Kinderriegel oder Kinderschokolade. Nee, Kinderriegel, ne? Wasser ist am Kochen. Tee machen wir hier rein. So, ein bisschen Zucker brauche ich. Ich habe hier einen lustigen Löffel. Also, ich zeige euch aber mal ca. 20% weniger. Ja, weniger, je nachdem, was du nimmst. In dem Fall weniger Zucker. Den gab es mal bei Lidl. Ich weiß gar nicht, aber den gab es kostenlos. Und da seht ihr, ne, da ist halt so eine, wie sagt man, eine Delle nach oben. Und dadurch hast du weniger drin an Zucker. Ich esse nicht viel Zucker. Ich nehme immer so einen halben Löffel. Aber der Carlos zum Beispiel, der nimmt immer einen Löffel und mehr, glaube ich. Oder nur einen Löffel. Ich weiß auf jeden Fall doppelt und mehr wie ich. Ich glaube, den lasse ich direkt hier drinnen. So. Vielleicht fällt ihm das nicht auf. Ja, Wasser ist am Kochen. Ja, was war zwischen uns beide los? Ihr habt es gemerkt, irgendwas war los und das stimmt auch. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt nur uns. Wir haben eigentlich so von der Familie niemand, der uns da unterstützt, sei es bei den Kindern oder einfach überall. Wenn wir uns beide nicht streiten,
mit wem soll ich mich dann sonst streiten, ne? So ungefähr. Und in letzter Zeit ist einfach sehr viel passiert. So viel, dass jeder einfach auch mal ein bisschen Freiraum braucht, bisschen Zeit für sich, um das Ganze nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Man sagt dann auch vieles, was gar nicht so gemeint ist. Und wichtig ist, dass man immer zueinander findet, sage ich immer. Aber wir sind zu einem Punkt gekommen, da es ging einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr und ich muss ganz ehrlich zu euch sagen, weil es ist nicht immer alles schön und bunt, wie es manchmal ausschaut. Bin zu einem Punkt gelangt, wo ich echt am Überlegen war, wie soll es bitte hier weitergehen? Ja, wirklich. Also mir ging es nicht gut. Ich habe richtig viel abgenommen. Mädels, wirklich, ich habe richtig viel abgenommen. Ich bin bei 57 Kilo. Ziel war 63 und beim letzten Wiegen war ich auf 62. Ich habe es tatsächlich auf 63 geschafft. Ich war bei, das letzte Mal war 62,9 Kilo, also ne, aufgerundet 63 Kilo. Und ich habe krasse 6 Kilo abgenommen, weil mich das einfach so krass mitgenommen hat. Und dann auch mit der Arbeit Samstag und Sonntag so krass abgenommen, wirklich. Und mir geht es aber jetzt wieder gut seit ein paar Tagen. Also ist jetzt auch schon wieder 5 Tage her. Ich war zum Beispiel gestern auf der Waage, da war ich auf 58 Kilo. Und ich schaffe das wieder dahin zu kommen. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, wenn irgendwas nicht stimmt mit der Familie, dann sack ich einfach ein. Ne? Also ich glaube, jeder geht damit anders um. Viele, die Stress haben und so, die fressen sich vielleicht durch und nehmen zu viel zu, wenn sie Probleme haben. Und ich bin da so gar nicht der Mensch so, ich nehme eher ab, ich esse wenig, ich trinke wenig. Ich habe das auch die Tage mitbekommen. Ich hatte immer so einen Schwindel, Kreislauf war nie stabil. Ich musste mich oft hinsetzen, hinlegen, wurde schwarz vor Augen, immer sehr wenig getrunken. Aber das bin ja sowieso typisch ich. Ich trinke ja generell immer sehr wenig und müsste so ein Trinkprotokoll schreiben, wie viel die Mary wann getrunken hat, damit du bewusster trinkst. Und tatsächlich habe ich das alles schon mal durch. Ja, war alles nicht so einfach. Gerade ist alles gut und schön. Alles braucht ein bisschen Zeit. Carlos ist bei uns. Und ja, ich sag mal, es kann nur besser werden. Jo. Dann mein Tee ist mal, hä? Mein Wasser wurde gar nicht gekocht. Mädels, ich stehe hier, bla bla bla, bla bla bla, Quassel. Und das Wasser wurde nicht gekocht. Ich muss auch ab und zu mal die Louis gucken gehen. Ich meine, die ist ja direkt hier. Aber ich habe immer Angst. Kennt ihr ja, ne? Ich und die Kinder, oh mein Gott, ich bin eine Mama, ständig in Angst, ne? Kann die Kinder nie alleine lassen. Ja, dann warten wir mal, wenn das Wasser durchgekocht ist, dann hole ich. Sollen wir hier den Haul drehen? Kurzer Action-Haul. Auch das erste Teil habe ich schon hier. Das will ich auch gleich direkt mal auspacken. Komm, wir holen nochmal die Tüte. Mal gucken, wo die Sachen sind. Ach, da. Achso, ich wollte den hier drehen. Können wir auch machen, ne? Dann machen wir das doch so. Dann kann ich meinen Tee auch da trinken. Ist die Kamera gerade so hell? Machen wir das mit. Jetzt laufen wir erstmal ein paar Mal hin und her. Scheint ein schöner Tag zu werden. Wir haben gerade früh, die Sonne scheint, aber nicht so krass. Ich glaube, so heiß wird es nicht. Okay, Wasser ist am Kochen. Meine Tasse kann noch mit rüber. Und hier ist ja noch ein Produkt, was ich mitnehmen wollte. So, klemme ich mir unterm Arm. Man muss sich ja zu helfen wissen, ne? So, noch das heiße Wasser.
oben im Haus schaut es so klasse aus. Ihr wisst ja, ne? Wenn ich fertig bin, drehe ich für euch einen Rundgang. Ich freue mich schon. Also im ganzen Haus, ne? Dauert nicht mehr lange. Ich denke 1,5 Wochen. Dann werden wir noch ein paar Möbel kaufen. Nehmen wir euch auch mit, auch für die Kinder. Und ich freue mich schon aufs Dekorieren. Ich liebe sowas, ne? Alles schön machen. Und wir haben solche Wandtattoos ja gekauft für Melina. Janu kriegt aber auch welche. Da müssen wir noch bestellen. Genau, das sollte ich auch jetzt demnächst machen. Dann kann ich das schon machen, wenn ich oben alles gestrichen habe. Ich weiß nicht, ob ich streichen werde oder eher der Arbeiter, der oben ist. Das wollte ich heute oder spätestens morgen mit ihm mal besprechen. Vielleicht macht er das lieber. Also lieber bezahle ich und jemand anders macht das, als wie es selber zu machen, weil mit 3 Kindern und dann mich da jeden Tag hinstellen, das sind so viele Quadratmeter. Nee, ungerne. So, dann tun wir hier mal Wasser rein. Upp. Ja, viel trinken. Ich trinke bewusst. Und ich esse auch bewusster. Ich weiß, mich darf nichts runterkriegen, ne? Aber wenn es um Familie geht, dann... Sonst kriegt mich ja auch nichts runter. Aber sowas schon. Sowas schon. Man hat ja sonst niemand, ne? So. Ich weiß auch nicht, warum das so dunkel ist. Vielleicht stelle ich es mal auf ein bisschen hell. Ihr bleibt dran. Upp. Wie geht das denn? So. Zu hell. So. Ich halte mal was in die Kamera. Fokus. Ah, da. Doch, ne? Nicht klar. Das ist zu hell. Wir machen ein bisschen dunkler. Das ist doch zu hell. So, ja, so ist normal, würde ich sagen. Oh, meine Tischdecke, weil das so heiß ist. Ich habe hier so eine Unterlage, tun wir das mal da drauf. Einen Löffel brauche ich noch. So, dann drehe ich für euch jetzt noch hier den Action-Holler. Also, gestern gab es ein Live, da habe ich eingekauft, hätte ich auch schon fast vergessen, für die Glasplatte, die wir in der Küche haben. Da schreiben wir so ein paar wichtige Sachen, Termine, die jetzt demnächst anstehen, sowas eben. Und da haben wir halt so einen Stift für. Nur ist dieser fast leer, also der ist nicht mehr. Und da habe ich jetzt dieses Set gekauft. Also am liebsten hätte ich eigentlich nur den gebraucht und den eingekauft am liebsten, aber... Hatten sie vor Ort nicht und deswegen musste ich das ganze Paket hier mitnehmen. Wir packen es einmal aus. Also habe ich jetzt auch zum ersten Mal dort eingekauft. Ich kann euch dazu nichts erzählen, aber was soll schon daran besonders sein? Ich denke, die werden wohl ganz okay sein, gekostet. Ich glaube 2,22 €? Hört sich jetzt komisch an, aber ich glaube tatsächlich 2,22 €. Also in diesem Set, kleines Unboxing, 3 Stifte. Hier sind die Spitze. Ja, so wie der andere auch. Ja, alles gut. Blau, rot, schwarz. Dann haben wir, nicht weglaufen, dann haben wir hier Magnete. Hier so 4 Magnete. Nur 2 kleine pinke und 2 größere in blau. Dann haben wir hier zum Saubermachen, ne? So ein Reiniger, ein Spray. Und noch so ein Schwamm. Also so ein Schwamm haben wir auch. Keine Ahnung, ob der jetzt besser ist. Der hat auch hier noch ein Magnet dran, dann kann man den einfach so da dran machen. Falls man das möchte. Was ist denn hier los? Schaut mal. Ich habe jetzt überall schwarz. Ich muss aufpassen, dass das nicht in meinem Tee reinfällt. Seht ihr das?
Hokuspokus, ganz viele schwarze Fusseln. Boah, auch der Tisch ist voll. Ah, nicht so gut. So, dann nehmen wir das auf Seite, dann kann das direkt in den Müll. Was ist das hier? Sind das auch Magnete? Nee, oder? Ich glaube, das ist auch ein Magnet. Aber wieso das jetzt hier dabei ist? Ich meine nur, kann man jetzt für die Kinder ein bisschen was basteln. Die waren aber hier so dran geklebt. Keine Ahnung. So, dann machen wir weiter. Das hatte ich euch auch gestern schon gezeigt. Ganz kurz, Marshmallow, Schokolade, Zartbitterschokolade. Hatte das auch mal gezeigt. Ich mache einmal ganz schön auf, für alle, die es nicht gesehen haben, wie das innen ausschaut. 2 Euro irgendwas? Ne, muss ich überlegen. 2,59 Euro? Ich weiß nicht. So schaut das aus. Schokolade, Marshmallows. Und die haben aktuell ab heute Marshmallows von Haribo im Angebot. Ich hab nämlich das Prospekt schon eine Woche früher bekommen. Hier ist ja immer ziemlich früh. Und da habe ich das gesehen. Ne? Diese Marshmallows sind halt viel kleiner wie diese Haribo. Von Haribo, genau. Werde ich jetzt auch demnächst holen. Ich denke, ich weiß noch nicht, wann ich hingehe, am Freitag. Weil ich wollte es ja noch vom Wochenangebot haben. Dann war ich jetzt zweimal beim Action die Woche. Okay, Action wird langsam zu meinem zweiten Zuhause. Merkt euch das. Wenn Mary nicht zu Hause ist, dann ist sie beim Action. Okay, dann habe ich eingekauft Feuchttücher für die Luli. Davon habe ich zwei mitgenommen. Die kosten 99 Cent, sind nicht teurer geworden. Sind 90 Cent. Da sind 90 Tücher drin und ich finde die gut und günstig, richtig gut. Dann habe ich Ketchup eingekauft, der ist tatsächlich teurer geworden. Normalpreis war glaube ich 2,99 € und jetzt sind wir bei 3,29 €. Ja, ist gestiegen. Und dann habe ich mitgenommen, genau, die Mayonnaise. Da weiß ich den Preis gar nicht. Ich habe aber hier die Quittung, oder? Ja, wir schauen einmal. Was habe ich denn da erzählt? Hier steht Ketchup 2,98 Euro. 2,98 Euro, dann war das der alte Preis und der steht aber auch hier drauf. Ich bin mir aber sicher, dass da vorne stand, also ne, auf dem Etikett eben, 3,29 Euro. Oder das ist jetzt ab, ja, heute, dann Mittwoch, ne, kann auch sein, weil das war ganz vorne. Vielleicht haben die das schon mal so eingeordnet. Auf jeden Fall die Mayonnaise, beides von Heinz, 2,49 Euro. Ich mag die so gerne, die ist so lecker. Dann, ach, Marshmallows, 2,29 Euro. Tragetasche, also ich habe noch eine Tragetasche gekauft für 29 Cent, weil ich meine zu Hause vergessen hatte. Ja, ja, typisch ich, ne? Ich gucke gerade, ah ja, tatsächlich 2,22 Euro für dieses Set. Dann machen wir weiter. Das ist auch mega süß, die Louis. Ich habe das ihr in die Hand gegeben, da hat sie gegrinst. Und zwar habe ich für die Louis von Peppa Pig Zahnbürsten eingekauft. Zwei Stück, die waren mega günstig. Schaut mal. Ist das nicht süß? Ich finde die also mega süß. Die hielt das so in der Hand und war so am Grinsen. Mega schön. Ja. Gekostet, ich weiß, die mega günstig waren, 85 Cent, finde ich. Für zwei Stück 85 Cent, ja, richtig cool. Dann habe ich eingekauft, achso, Mülltüten, falls ihr das Video gestern gesehen habt. Ich wollte eigentlich die anderen kaufen, die sind, ich glaube, die sind grün. Die waren komplett leer, ne, ausverkauft oder wurde nicht geliefert. Das ganze Regal war ja schon so eine große Spalte, die war komplett leer, ne. Keine Ahnung, ja.
Habe ich jetzt mitgenommen. 1 Euro irgendwas. 1 Euro. Hier steht's. Nee, nun, doch, 1,19 Euro. Da sind die, glaube ich, auch teurer geworden. Dann das Getränk hier. Viele von euch haben ja bei mir mal unter den Kommentar geschrieben, schmeckt nicht. Vielen schmeckt es aber. Uns schmeckt es richtig gut. Carlos mag das auch sehr. Dieser ist jetzt nach Kaugummi. Pfirsich haben sie auch da. Haben wir auch schon getestet. War aber jetzt nicht irgendwie wow. Kostet 1,17 Euro. Davon gibt es ja auch die Chips, ne? Diese runden Maiskugeln. Allerdings seit Wochen ausverkauft oder kriegen sie nicht mehr. Da ist auch nichts. Also steht nicht von wegen hier Wahnsinn und jetzt gibt es keine mehr so. Ne? Also ein Fach, da war kein Fach für. Da waren jetzt nur die anderen von For Bro. Diese Schärfen, ne? Genau, die gab es da auch richtig reichlich für 99 Cent. Aber die mit Kaugummi-Geschmack, die habe ich leider nicht gefunden. Davon hätte ich tatsächlich gerne einige gekauft, weil die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Dann, achso, unser Kaffee. Ja, Kaffee, wir trinken eigentlich keinen Kaffee, aber der hier, das geht so halbwegs, sind 10 Päckchen drinnen, kosten 99 Cent. Immer noch 99 Cent. Müsste ich hier nachschauen. Doch, ich glaube ja. 99 Cent, ja. Und dann habe ich hier die eingekauft. Die kosten jeweils 29. Kann das sein? Ja. 29 Cent. Da gibt es auch noch einen anderen Geschmack von. Das ist jetzt mit Hähnchen oder was? Chicken. Speziell Chicken. Ich mag die sehr, sehr gerne, ne? Am liebsten koche ich diese immer, also ich koche die auf, ne, in Wasser. Und dann kommen bei mir noch Garnelen rein, richtig lecker. Garnelen und du kannst da wirklich alles reinmachen, ein bisschen Gemüse, Zucchini und sowas, alles Mögliche, was dir gefällt, ne. Richtig lecker, ich esse das so gerne. Meistens mache ich mir dann auch sowas, wenn ich dann alleine bin. Carlos isst das auch mal, aber ja, es geht so. Richtig lecker zu empfehlen. Ich meine, das habe ich auch schon mal gemacht in einem Video, ne? Habe es euch gezeigt. 2 Stück mitgenommen. Dann habe ich hier noch was für die Melina eingekauft. Haben die Kinder wieder was rausgenommen? Irgendwas war da noch. Ich weiß es nicht. Ja, die Tüte, ne? Das ist diese für 29 Cent. Die anderen sind ja ein bisschen teurer. Und für die Melina habe ich eine Käppi eingekauft. Ich muss schon mal gucken. Tatsächlich 1,99. Ich habe noch nie so wenig für eine Käppi ausgegeben. Richtig cool. Und dann auch noch von Minnie Maus. Die Melina hat sich sehr gefreut. Die schaut so aus. Sie haben da noch von Sky, kann das sein? Und Pepper, nee, Pepper Woods war nicht dabei. Auf jeden Fall noch 2 andere Motive. Und für Jungs hatten sie auch welche da. Für je 1,99. Richtig cool, oder? 1,99. Ich habe das dem Carlos zu Hause erzählt, weil Melina hatte ihre verloren. Sie hatte eigentlich ganz viele. Aber ihre, die sie so liebt, ne? Die wir in Portugal als letztes gekauft haben, hat sie verloren. Ich kann euch nicht sagen, wo die ist. Die ist auf jeden Fall weg. Und die Louis wird gerade über. Luise. Und die war mega traurig. Und deswegen musste eine neue her. Ne? Und der Carlos, wie viel hat die gekostet? So 1,99 Euro. So was? So wenig? Tatsächlich 1,99 Euro. Mein Tee wird auch kalt. Hey Louis, ich komme sofort. Wollte nämlich das Video jetzt auch hier beenden. Passt gerade richtig gut. Bin fertig mit dem Haul. Da freut sich die Melina auf jeden Fall. Also wenn ihr Käppis sucht für die Kinder, ich glaube für Erwachsene haben sie auch. 52 cm, die kannst du aber auch hier noch verstellen. Ne? Richtig cool, 1,99 Euro. Ja. Hatte sie auch schon angehabt gestern. Also kurz mal anprobiert. Louis, ich komme. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns morgen im nächsten. Tschüss.